Dann kicken Sie mal. Sieht schon sehr gut aus, das Flammenmodus. Ich würde jetzt trotzdem dem noch so 2-3 Minuten geben, dass von oben noch die Hitze ein bisschen wirken kann. Von unten sieht aber schon gut aus. Ja, ja. Das ist halt. Das ist, wir haben halt nur Unterhitze. Der gute alte Gasherd. Cool. Ja, Moment. Es wird gleich heller. Heute filmen wir abends. Aber wir haben euch was zu sagen. Wir hatten nämlich eine Verlosung gemacht. Und ja. Ich brauche mal hier kurz Platz an meinem Messi-Schreibtisch. Soll ich noch mehr Licht holen? Nee, das geht eigentlich aus mit der Belichtung. So ist eigentlich ganz gut. Ich finde es okay jetzt. Ja, wir hatten mehrere Verlosungen. Die eine haben wir schon ausgelost. Die hat mit den Instagram-Gewinnerinnen von Amazon. Und die haben sich mega gefreut darüber. Ja. Also da hattet ihr auf Instagram mitgemacht und musstet erraten, wie lange die Mira und ich verheiratet sind. Und das erwähnen wir jetzt auch nochmal. 5 Jahre jetzt. Das hatten wir aber schon gesagt, glaube ich. Das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, für alle, die es richtig hatten, haben wir 10 Euro verlost. Und ich hatte eigentlich geschrieben, nur die erste kriegt 10 Euro, aber da es nur 2 richtig hatten, habe ich zweimal gekauft und an beide verschickt. Ja, deswegen also herzlichen Glückwunsch nochmal an euch. Vielleicht, ja, genau. Macht ihr auch bei diesem Gewinnspiel mit, denn wir haben ja, dieses Gewinnspiel haben wir ausgelost. Das lose ich jetzt auch aus. Ach genau, richtig. Genau. So war das. Ich habe schon Bescheid gesagt, ich habe den Kommentar angepinnt. Stimmt, und das ist 14 Tage her. Laufen lassen, genau. Und ich wollte es aber hier auch im Video nochmal aufklären, dass das nicht, dass jemand, ich muss mal kurz gucken, welchem Video das hier war. Dass ihr auch alle Bescheid wisst, dass wir auch das aufgelöst haben und dass wir da Real Talk mäßig Ich hatte es dir bei Instagram geschickt, da hatte ich Honigvideo. Bei WhatsApp geschickt, da hatte ich Honig. Ah, da genau, Honigvideo. Hausbesprechung. Wir müssen da jetzt mal reingucken, denn gewonnen hat. Hat die liebe Nicole, das können wir sagen, Vornamen ist okay. Ja. Und sie hat auch, das war schön, auch einen ganz schönen Kommentar geschrieben. Ich finde es alles so mega spannend, wo eure Reise noch hingehen wird. Ganz toll finde ich auch euer nun noch engeres Verhältnis zu dem Iggybert. Und wir schicken euch ganz, ganz liebe Grüße. Und den Honig würden wir sehr gern probieren. Vielleicht klappt es ja. Ja, genau. Es klappt. Also, liebe Nicole, wir bedanken uns für deinen herzlichen Kommentar und wir bedanken uns auch bei allen anderen, die mitgemacht haben. Ja, und vielen Dank. Wir wollten an dieser Stelle nochmal den lieben Imker erwähnen, der gesagt hat, wir sollen ihn im Video aktiv mal sagen. Wir haben ja nochmal mit dem Imker gesprochen und ich habe ja in dem Video auch erzählt, dass das eine ganz, das ist ja eigentlich eine Hobby-Imkerei, die nur für private Zwecke gedacht ist. Ne? Und die lieben die Bienchen. Ja, da wird auch nicht der komplette Honig weggenommen. Die kriegen auch nicht nur Zuckerwasser im Winter, sondern die werden wirklich gehegt und gepflegt, die Bienchen. Ja. Und denen geht es wirklich richtig, richtig gut. Und das ist nicht, es wird nicht für kommerzielle, also sie gehen nicht auf den Markt verkaufen, das oder es steht auch nicht bei Edeka, sondern man muss jemanden kennen, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Ja, genau. Um an so ein Glas Honig ranzukommen. Und ja, Topf war ja nochmal bei uns, also unser alter Wellensittich, falls ihr euch erinnern könntet. Wenn wir Topf sagen, meinen wir das immer. Genau. Ist unter die Imker gegangen. Und genau, der Papi sozusagen, ja, kann man ja sagen. Ist, natürlich hat der Wellensittich das nicht gemacht. Das ist uns allen, glaube ich, bewusst. Ne? Jedenfalls, nicht nur der Wellensittich wird gehegt und gepflegt, sondern auch die Bienen werden gehegt und gepflegt. Und ja, wir hatten noch mal das Gespräch darüber, weil sie haben sich auch eure Kommentare durchgelesen, der Topf, und waren auch ganz, haben sich sehr, sehr gefreut. Und sie haben auch gesagt, dass ich euch ruhig sagen kann, dass es, also ich schreibe euch unten eine Telefonnummer in die Infobox, wenn ihr Honig haben möchtet, also es kann ja jetzt natürlich nur eine gewinnen, ich werde das Päckchen dann auch fertig machen, sobald ich die Adresse habe, und alle anderen gehen ja leer aus, aber wir wollten euch sagen, es besteht die Möglichkeit. Ich darf die Telefonnummer sehr gerne teilen unten in der Infobox, wenn ihr das unter dem Video halt aufklappt. Da gibt es eine Telefonnummer. Genau. Und dort könnt ihr euch melden, wenn ihr auch einen Honig kaufen wollt und haben wollt. Und ja, wir freuen uns natürlich. Das ist auch ein ganz normal moderater Preis. Natürlich. Also, deswegen, also das ist ja wie gesagt eine Hobby-Imkerei und er macht es aus Leidenschaft. Und für uns ist es halt wichtig, wir haben jetzt die Chance bieten, dass auch andere ein Honiggläschen bekommen können. Genau. Und ansonsten ist es natürlich halt einfach so, man müsste dann halt dort schon wohnen in der Gegend, damit man das wüsste. Natürlich kann man das auch, wenn ihr in Berlin-Brandenburg wohnt, ne, dann kann man das, kommt drauf an, ne, auf die Strecke könnte man das natürlich auch persönlich vorbeibringen. Genau, ja. Also wir denn.
Und ja, das wollten wir euch gerne sagen. Und natürlich, weil es immer, wenn eine Verlosung ausgelost wird und nur einer gewinnen kann, dann sind alle anderen enttäuscht. Und deswegen haben Ozak und ich gedacht, wir machen die nächste Verlosung hinterher. Und dafür gehen wir jetzt mal gemeinsam in die Stube. So, Ozak hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich nicht trinken kann und einen Kleckerfleck hatte. Aber ich habe hier so eine kleine Kiste und da sind Beauty-Produkte drin. Das ist bunt gemischt und die verlosen wir. Einmal Langhaarschutz 2 in 1. Ich zeige es euch nur ganz kurz. Um an dieser Verlosung teilzunehmen, müsst ihr in Deutschland wohnhaft sein, mindestens 18 Jahre alt sein, öffentlicher Abonnent von diesem Kanal hier und ein Hashtag schreiben mit Hashtag Drogerie. Ein Hashtag Drogerie ist schon sehr Hashtag deutsch. Ich hätte jetzt einfach Hashtag so kurz Verlosung gesagt. Ja, nee, ich hätte gesagt Hashtag Mira, weil das ist einfach am süßesten. Hashtag ja? Mira? Ja, genau, mit Doppel-M, aber wichtig, ja. So wie die Mira geschrieben wird. Das genau. Ist, müsst ihr jetzt zugehört haben. Ihr müsst hinter diesem Hashtag dürft ihr kein Leerzeichen haben, ansonsten ist es immer schwierig mit dem Programm. Genau. Ist einmal diese Glückssträhne zum Selbermachen. Genau, Haarfärbung. Da habe ich übrigens noch dieses Lila davon da. Und einer hatte mir das in die Kommentare geschrieben, dass ich das mal austesten soll. Das machen wir vielleicht noch in diesem Video. Ja. Ne? Einmal Mundspülung mit einem Coupon noch dran, ne? Also hier von Colgate. Das ist wie gesagt eine bunte Mischung. Wir haben hier so ein Axe-Deo-Spray. Und es riecht auch sehr gut, auch für Frauen. Und weil die Packung hier so klein ist, sind es 2 Gatobi 24 Stunden Haarspray. Und Aloe Vera von Fahr. Einmal Duschgel. Einmal dabei. Genau. Dann hätten wir noch einen Reisenschein Gatobi. Das ist ein Lipgloss, ja. Extrem feucht. Extrem feucht und scheint. Das ist cool. Ja. Und passend dazu für den Extra Glow haben wir hier mit Brasil-Feeling exotischer frische Kick mit Zartem so Glow. Wie nennt sich das ja, immer? Diese glitzert auf jeden Fall ganz krass. Mit Zellenspray, sowas, was man auf die Haut drauf macht, aufs Gesicht. Wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe. Nein, für einen goldenen Schimmer auf der Haut. Ah, für einen goldenen Schimmer, ja. Also finde ich, also wenn man jetzt, sage ich mal, abends weggeht, finde ich das ziemlich hübsch eigentlich, wenn die sieht Haut glitzert von den Frauen. Ja, ich sieht sehr cute aus. Dann einmal pflegender Cremeschaum Cherry Kiss und die riechen ja alle mega gut von Bilou. Und Tasty Donut, also ja. Zweimal. Genau. Pflegeschaum. Ja, ich denke, das ist eine hübsche kleine Mischung. Falls ihr Lust habt mitzumachen, wie gesagt, unten Hashtag Mira in die Kommentare. Die Verlosung läuft ab heute 2 Wochen, also ab Upload-Datum von diesem Video. Naja, YouTube steht in keiner Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel und Kooperationen. Nein, natürlich nicht. Muss man immer erwähnen, auch bei Instagram gibt es ja diese neuen Datenschutzregeln. Also die Plattform hat nichts mit diesem Gewinnspiel zu tun. Wir veranstalten die privat für euch und alleine halt. Ja. Selbst, ja. Kannst du mir diese Sachen noch geben? Wir starten weiter in den Vlog, würde ich sagen. Ja. Das war jetzt ganz viel Verlosungskram, das haben wir abgearbeitet. Ist aber für euch am Anfang des Videos diesmal gewesen. Abgearbeitet und eine neue gestartet. Und ja, ich habe hier das hier noch bekommen. Häkeln ohne Wolle mit Paracord, Draht und Co. Find ich oha, cool. Das ist ja cool. Habe ich mal durchgeblättert, kann man auch so Vorhänge machen oder so Windlichter. Untersetzer zum Beispiel aus Draht, Baumwollschnur, fand ich ganz cool. Hat jemand aussortiert, habe ich mitgenommen. Und dann habe ich zum Geburtstag noch eine Massage Pistole bekommen. Kennt ihr die hier, diese blub, 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 blub? Ist gestern Abend angekommen und habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, kompaktes Akku-Handmassagegerät mit ich 4 cool. Aufsätzen und 6 Intensitätsstufen. Mhm. Ja. Ich kenne das nur mit diesem Gummiball immer. Das habe ich schon bei anderen Influencern gesehen. Aber hier sind noch so andere coole Dinger mit dabei. So ein genau. Noppending und so ein Zweimalteil. So. Heike geschenkt bekommen, auch noch zum Geburtstag. Sag ja. Deswegen auch da danke an den Geburtstagsgeschenkgeber. Mein Geburtstag ist schon ein Weilchen her, aber kein Grund, auch noch später Geschenke zu empfangen. Ja, finden wir sehr, 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 sehr schön. Machen wir morgen eigentlich mit, also heute bloggen wir morgen dann eigentlich weiter diesen Vlog oder machen wir morgen einen neuen Vlog? Nein, wir machen das heute noch zu Ende, weil der Igibert möchte gleich noch rüberkommen. Ah. Der ist ja fast jeden Abend da. Wir haben ihn jetzt in ein paar Videos nicht mehr erwähnt, aber er ist immer
fast jeden Abend da. Genau. Und dann haben die Kinder sehr viel Spaß miteinander. Das ist richtig. Und gestern habt ihr ja auch gemeinsam gekocht und davor hatte ich ja für alle gekocht. Ja, und das war auch super lecker. Das bereitet uns sehr viel Freude, dass der Igibert immer abends da ist. Genau. Und er hat gesagt, heute kommen wir ein bisschen früher. Und wir wollten, glaube ich, seine Haare schneiden. Ja, hoffentlich klappt's. Also, und mal gucken, wann er da ist, ob ich euch dann noch ein bisschen mitnehme. Ja, ansonsten war er jetzt auch dabei, als Ozok gestern sein Food Review gedreht hat. Currywurst Stufe 8 war es diesmal. Genau. Habt ihr auf Instagram gesehen? Wenn ihr uns auf Instagram folgen solltet, genau, seht ihr die Sachen immer ein bisschen früher. Wenn nicht, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um bei der Mira und mir einen kostenfreien Follow dazulassen. Ich sagte es doch am Ende, dass ich mich über ein Abo freue. Ja, aber auf Instagram sind ja auch nicht immer alle mit aktiv. Und wenn man es jetzt erwähnt, dann wissen sie es wenigstens. Das damit ist man den nächsten 10-Euro-Gutschein nicht verpasst. Mal gucken. Mal schauen. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Aber ja, wenn wir mal wieder auch da was verlosen, dann seid ihr auf Instagram auf jeden Fall da dabei. Tatsächlich. Ihr wisst, dass wir die größten Schnorrer sind, etc. pp. Ne? Aber ich habe mir noch was schenken lassen. Und zwar hat es jemand aussortiert. Vielen Dank dafür nochmal. Wir freuen uns da sehr. Und zwar haben wir 4 Echtholzstühle geschenkt bekommen. Ja, und einen Tisch, mit Metallbeinen. Sehr schwer übrigens. Ja, auch. Der hat einen richtigen Gussfuß unten. So einen Metallgussfuß. Ja. Und der ist auch sehr schwer. Das wurde uns gestern Abend alles hergeliefert. Und ja, wir haben überlegt, ob wir die Lieferung mitfilmen, aber dann haben wir gedacht, das ist irgendwie so random, so irgendwie, weil es war auch sehr spät abends. Ja, dunkel außerdem. Ich sag's euch jetzt, aber die Sachen stehen schon im Keller, denn hier in der Wohnung ist natürlich dafür gar kein Platz, ist ja klar. Also die Wohnung, die hat nicht mehr Platz für unsere ganzen Sachen. Also haben wir in den Keller gestellt? Noch 4 Stühle mehr konnten wir wirklich nicht unterbringen. Aber wir mussten sie jetzt schon annehmen, weil sie aus der anderen Wohnung ja auch entfernt werden sollten. Ansonsten habe ich denen ja auch gesagt, so, könnt ihr mir auch gerne zum neuen Haus so liefern. Ja, aber das es hat leider keine nicht geklappt. Zeit mehr, jetzt muss alles raus. Und das hat nicht geklappt. Nee. Die könnte man zum Beispiel nochmal abschleifen und die haben so ein Lederdings. So eine Ledersitz, genau. Und das ist aber jetzt ein Echtholzstühle, super geil, richtig schön und gefällt uns gut und passt halt auch super in unser Gästezimmer dann im neuen Häuschen. Deswegen, also könnte das man... Das überlege ich mir noch, wo ich es hinstelle. Ja, vielleicht kommt es auch in eine Fevo rein oder so. Ja, also die sind wirklich cool, die sind richtig nice. Also mir gefallen die auch sehr, sehr gut. Ja. Genau. Genau, also richtig tolle, stabile Stühle auf jeden Fall. Freuen wir uns sehr drüber, stehen im Keller. Aber gehen wir jetzt extra in den Keller runter? Nee, müsst ihr abwarten. Müsst ihr die nächsten Vlogs alle sehen, ob wir in den Keller gehen. Okay. Ja, Kleinanzeigen läuft richtig gut. Wir waren ja in Kleistore, das habt ihr bei Ozok auf seinem Kanal gesehen. Wenn es schon online ist, das Video. Wenn, ja, aber hast du nicht gesagt? Ich wollte es vorhin bearbeiten, aber dann bin ich jetzt, nachdem ich heute 2,5 Videos geschnitten habe, Ozok bin ich war so fleißig beim Zocken hängen geblieben, da musste ich heute spielen. Ozok war ganz fleißig heute in der Videobearbeitung und hat ganz viel aufgeholt und nachgeholt und ganz viel gemacht. Du hattest ja auch die Food Review geschnitten und wir waren ja auch draußen mit dem neuen Drehen. Und von Kleisto. Ja, das Kürbisfeld sehr, sehr schön. Ist Berlins und Brandenburgs größte Kürbisausstellung. Das ist, also ich war da auch schon, also bei mir gibt es auch schon ein Video auf dem Kanal online, da waren wir auch schon mit anderen, weil das ist wirklich voll das gute Ausflugsziel. Bin ich ganz ehrlich, ist so schön. In der Saison immer mega gut. Ja. Gefällt einem. Wir haben uns letztes Jahr sehr, sehr geärgert, dass es nicht möglich war, weil wir unbedingt wollten. Und dieses Jahr sind wir hingegangen, haben uns sehr gefreut drüber, war wirklich sehr, sehr schön. Thema war Dschungel, aber seht ihr alles auf Ozoks Kanal. Die machen dann so nämlich Figuren aus Kürbissen und es ist ganz... Aus 1500 Kürbissen und mehr. Ganz, ganz süß gemacht und ganz tolles Essen. Und gleich so ist natürlich auch so ein Bauernmarkt, sage ich mal. Ja. Also man kann da auch Lebensmittel und Getränke direkt vom Hersteller kaufen. Von gleich so vom direkt Erzeuger. Vom Erzeuger. Und da haben wir auch richtig zugeschlagen. Das seht ihr auf meinem Kanal. Jetzt haben wir ganz schön viel Werbung gemacht. Ne? Naja, auf Colinas Küche auf da. Colinas da Küche. Seht ihr den Food Hall. Wir haben auf super. Unserem Kanal. Ja, auf unserem Colinas Kanal. Küche. Richtig. Genau. Da gibt es den Hall davon. Da haben wir nämlich richtig zugeschlagen. Gab es ganz tolle, mega Produkte.
Hast du das aufgebraucht auf Colinas Küche? Hat Ozak mir jetzt schon zuerst gesagt, da ist irgendwie ein Renderfehler drin. Erst ist die Kamera ausgegangen und irgendwie beim Bearbeiten sah es normal aus, sonst hätte ich es ja nicht geschnitten. Entweder ist es ein Renderfehler oder ein Kamerafehler. Ich kann es jetzt nicht mehr zuordnen, aber... Es ist so, wie es ist. Du hast gesagt, sieht aus wie Zeitlupe. Ja, genau. Ein paar Leute haben gesagt, so ein bisschen verzögert alles, aber die Stimme ist klar zu erkennen und man kann die Produkte auch erkennen, also wenn sie an die Kamera gehalten werden. Ist es verzögert, habe ich die... Nee, nicht verzögert, sondern es bleibt einfach stehen, das Bild, so 3, 4, 5 Sekunden, dann kommt der nächste Frame und dann wieder der nächste Frame und so. Also es ist ein bisschen, könnte auch ein Renderfehler gewesen sein, weiß man jetzt nicht. Ja. Es ist so, wie es ist. Das ist ärgerlich. Machen wir jetzt aber nichts halt, ne? Genau. Ich könnte das Video halt offline nehmen. Ist aber auch das Einzige, was ich machen kann. Und dann fragen sich die Leute, was ist in dem Video vorgekommen? Warum hat sie das offline genommen? Deswegen lasse ich das online, damit ihr wisst. Das deswegen. Ist, genau. Steht aber auch in den Kommentaren dann drin. Ne? Ja, das tut mir leid. Ich glaube, da müssen wir uns nicht entschuldigen. Man kann ja auch mal einen Fehler machen. Ist halt so. Ja? Dann passiert. Ich denke, das ist nicht mein Fehler, sondern das Fehler vom Renderprogramm. Ja, das kann natürlich auch sein. Du musst jetzt aber auch eine Scheibe davon essen, wirklich, weil das schmeckt übelst geil. Vor allen Dingen das hier mit der knusprigen Unterseite. So, ja, wenn man es umdreht, sieht es noch schöner aus. Leute, über verschiedene Themen kann man ja verschiedene Meinungen haben, ne? Und ich glaube, hier sind wir uns aber alle einig, selbstgebackenes, warmes, frisches Brot ist das Geilste. Das ist die zweite Hälfte vom Fladenbrot. Du hast jetzt die erste Hälfte abgemacht. Das ist super. Die schmeckt mir sehr, sehr lecker. Und ich muss sagen, diesmal ist es mit Vollkornmehl auch ganz gut geworden, weil das backt ja nicht so krass hoch wie bei normalem Weizenmehl, weil der halt... Das ist schon sehr, sehr fluffig. Finde ich super geworden. Ja, schmeckt sehr lecker. Finde ich cool. Das Fässchen wurde uns gestern auch vorbeigebracht. Das ist übrig geblieben von der Party. Und nach der Party ist vor der Party. Ja, ich soll das Fass jetzt auch machen, wurde mir aufgetragen. Das ist die Gönnung heute. Aufziehen und jetzt nach rechts drehen. Da blubbert oben raus, das ist richtig, wie das zu doll geschüttelt ist. Oh, das steht aber hier drauf. Nach rechts drehen und dann soll man den Zapfhahn rausziehen, weil hier oben muss die Kohlensäure raus, glaube ich. Das ist das Kohlensäureloch. So, jetzt muss ich aber hier... Ich weiß, und ich muss jetzt hier nach vorne ziehen. Nach vorne ziehen, hier steht Pull, Turn. Ah, ich weiß das. So, und jetzt müssen sie hier ihr... unterhalten, das kommt damit übel schaumig jetzt raus, die müssen das drehen hier. Achtung, ich weiß nicht, ich noch links oder nach rechts irgendwie. Kommt es doch raus, ja? Ja. Achso, jetzt ist auch oben das wegen der. Ich glaube, das passt heute, oder? Nee, nein, aber ich glaube, ich habe noch nie so dumm, wir haben noch nie so dumm Bier aufgezapft, glaube ich. Mach das mal wieder zu. So. Okay, dann lassen wir das erstmal stehen. Ah, oben ist übergelaufen, das muss ausgedrückt werden. Hast du das gerade gefilmt? Aus, ja. Sehr gut, okay. Wir lassen das jetzt erstmal so stehen, der Schaum muss sich legen. Das kommt, das Bier. Ja, Schaum muss sich legen. Unten sieht schon gut aus. Ja, kann man trinken. Ja, Schatz. Ist doch ein guter Abschluss für den heutigen Abend, oder? Wir haben einen Pass aufgemacht. Übergut, so. Freue ich mich. Ich schneide gerade das Video und ich habe was vergessen. Und zwar schneide ich euch das noch dazwischen rein. Katobi, der ist lila, ne? So schaut's aus. Also hier ist es deutlich an der Kamera. Schon ein Tick rosaner hier, das Ding, ne? Ich dachte, das wäre so ein Lila wie auf der Verpackung. Aber ja, wir gucken, wie man das benutzen muss. Man zieht das einfach die Haarsträhne durch. Violett, lila. Und das war's auch schon. Ombre kann man machen, also unten komplett, wenn man mehr Haare hätte als ich. Streifen, Strähnen oder nur hinten, so unten ein paar Strähnen, die dann vorne rausgucken. Ja. Grundsätzlich finde ich ganz cool. Die Frage ist nur, ob man, wenn man so ein dunkles Haar hat wie ich, ob das überhaupt Sinn ergibt. Ne, das ist so die Frage. Leg ein Handtuch auf die Schultern, trockene Strähne. Wir haben ein Handtuch. Ich glaube nicht, meine Haare sind nicht so lang, dass ich das bräuchte. Wir bürsten einmal den Schädel. Wir suchen uns eine Glückssträhne raus, die gefärbt werden soll. Ich denke, hier ist das größte Licht.
Du siehst sehr lila aus. Ja, sieht, ja. Sieht voll cute aus. Hey, man reißt sich so ein paar Haare raus, weil man muss echt doll drücken, damit die Farbe übertragen wird. Sexy. Kann man auch bei dunklen Haaren machen und ist halt wirklich nur für einen Tag. Ne? Also wenn ihr es rauswascht, ist es ausgewaschen. Das sieht aber süß aus. Das sieht mega krass aus. Also auch bei dunklen Haaren, Mega-Effekt. Ja, finde ich ziemlich cool. Ja, also ich habe jetzt hier vorne, hier oben so ein bisschen gemacht. Alles andere ergibt ja keinen Sinn, weil meine Haare nicht lang genug sind. Aber ihr seht, ist ein kräftiger Lila-Ton auf jeden Fall geworden. Kann man machen, hat seine Daseinsberechtigung, dieses Produkt. Ich habe mich gestern Abend an die Strickmaschine gesetzt und dieses coole Mützchen ist entstanden. Gerade Haare gewaschen und geduscht, ne? Ist mit der Strickmaschine entstanden und das geht super schnell, damit so ein süßes kleines Mützchen zu stricken. Ich hatte euch auch auf Instagram mitgenommen bei der Strickmaschine. Und zwei waren auch ganz verwundert, haben sie gesagt, haben sie noch nie gesehen, so eine Strickmaschine. Aber mega cool auf jeden Fall. Ich habe hier übrigens die von Adi, also keine Werbung, selbst bezahlt. Ich hatte auch die Sento davor. Also gibt verschiedene Hersteller davon, aber das sind die zwei bekanntesten. Und ja, wenn man sich entscheiden müsste, würde ich das Geld für die Adi mehr ausgeben, weil das ist deutlich einfacher. So, die Funktionsweise ist beides identisch, aber bei der anderen hat man manchmal Strickfehler drin und bei der Adi passiert das eigentlich nicht. Es sei denn, man baut die Fehler selber ein, deswegen da hat man weniger Stress mit. Da lohnt sich das auf jeden Fall, die Marke zu kaufen. Und ich habe gestern Abend hier schon Wollknäuel rausgesucht. Also findest du eine Mütze damit gut? Die finde ich sehr gut, die Farbe. Das ist hell, weiß, blau, hellblau, dunkelblau. Das ist voll cool. Das ist voll die gute Farbe dann. Das wird dann so eine super Mütze. Das ist cool. Richtig. Also trägt es ja eh nicht, aber ich kann ja nicht 100 Mützen nur für mich machen und für ihn gar nicht. Dann kommen auch die Kommentare. Also er kriegt auch Mützen von mir, aber er trägt sie halt nicht. Aber wenn es richtig kalt ist, irgendwann dann vielleicht. So. Und man könnte natürlich noch eine Bommel dran machen. Eine Bommel wäre auch noch cool. Ja, und das mit der Strickmaschine ist so doppelt gestrickt. Also so in zwei Lagen. Deswegen, ich habe auch ein ganzes Wollknäuel gebraucht. Und dann hält die besonders warm. Finde ich sehr cool. Und dadurch passt es von der Größe auch her. Es ist eine andere Taktik als die ich letztes Jahr hatte. Ich teile was anderes ausprobiert. Ja, finde ich sehr cool. Wenn man jetzt genug Wolle hätte, könnte man natürlich den passenden Schal noch machen. Natürlich könnte man auch passende Handschuhe stricken. Man kann das natürlich auch, ich kann auch Mützen mit der Hand stricken. Also ich bin hier nicht nur die Strickfauli-Frau, sondern die Strickmaschine, das ist halt eine Mütze, wenn man geübt ist, in einer halben Stunde auch fertig. Ne? Mit Vernähen und Bommel dann eine Stunde vielleicht, weil Bommel dauert schon ein bisschen. Ne? Aber man macht es ja vorm TV und lässt sich so ein bisschen berieseln und macht so ein bisschen Handarbeiten neben. Die ist auch gar nicht so laut. Ich kann euch das mal zeigen. Easy. Geht voll klar neben dem TV. Und ja, ihr wisst ja, dass ich gerne auf dem Boden sitze. Und ich habe euch die Strickmaschine schon mal vorgestellt. Aber ich kann natürlich noch mal ein anderes Video drüber machen, falls ihr da mehr drüber wissen wollt. Aber das ist, passt halt nicht auf dem... Ja, also man kann... Hier ist übrigens ein Reinzähler bei. Man muss dann auch nicht... Also gerade wenn man so Muster macht oder so, man muss dann nicht selber mitzählen, ne? Man hört es auch, also die Reihen sind immer gekennzeichnet. Das funktioniert wie, als wenn man mit der Hand auch stricken würde. Man kann runde Sachen machen, so wie die Mütze oder ein Schal, aber man kann auch viereckige Sachen, quadratische machen. Ne? Das ist einem ganz selbst überlassen. Natürlich, man hat hier 33 Nadeln oder so. Die Größe ist begrenzt, dann müsste man natürlich zwei Sachen aneinander stricken. Man kann aber auch richtig große Sachen damit machen. Also, möchtest du auch einen Kaffee haben? Ja, gerne. Danke. Schal und Pullover geht natürlich sehr einfach. Und so eine Strickjacke wird natürlich ein größeres Projekt sein. Aber da gibt es auch ganz viele tolle Bücher von der Firma auch direkt, die mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ne? Ja, wichtig ist, dass die Wolle nicht zu groß und nicht zu klein ist hierfür. Sonst hat man Löcher im Maschenbild oder das ist zu eng. Ne? Also man kann nicht jede Wolle nehmen. Und dann fädelt man die einfach ein. Aber mit der GoPro seht ihr auch nichts, das ist so weit weg. Da müsste ich die andere Kamera rausholen. Ja, und der Igibert war gestern auch ganz fasziniert von meiner Strickmaschine. So, hier, ich stelle dir das mal hier rüber. Mit Milch, dann kannst du dir selber voll machen. Hier, du hast die Kaffeekönigin gekriegt hier von McCafee. McCafee Kaffeekönigin? Ja. Oha.
So, die erste Reihe ist immer am längsten und man, die muss man auch ganz lose machen. Und jetzt bin ich schon durch. Das heißt, immer einmal vor der Nadel, einmal hinter der Nadel durchgefädelt. Und jetzt fädeln wir das hier ein und jetzt geht es nämlich automatisch. Entschuldigung, das ist jetzt echt Strecken für Faule, ne? So. Ja, also richtiges Stricken ist natürlich Handwerk, liebe ich auch. Man muss auch stricken können und die Grundlagen beherrschen, um, falls ein Fehler passiert, auch um das Strickzeugs hier dann abzumachen und es zu vernähen und zu verstricken und zu erweitern, ne, und zuzumachen. Das muss man trotzdem noch per Hand machen. Also man muss das System Stricken auf jeden Fall vorher verstanden haben. Bevor so, Schatz, hier die Dame von ihr. Moment. Jetzt wurden wir gerade von der Tür abgelenkt. Ja. Also richtige Stricken muss man auf jeden Fall können und ist ein richtig tolles Handwerk. Und wenn man selber strickt, kann man natürlich viel, viel mehr Muster mit reinstricken. Die kann jetzt natürlich nur rechte Maschen. Das ist natürlich arg begrenzt, die Möglichkeiten, ja. Aber man kann trotzdem viele coole Sachen machen. Zum Beispiel kann man auch Kissenhüllen selbst stricken, ja. Und man kann auch so Kürbisse stricken und also alles Mögliche. Ne? Es gibt auch mit diesen begrenzten Möglichkeiten, die diese Maschine hat, sehr viele Varianten, die man am Ende dann draus machen kann. Und für den Hausgebrauch reicht es auf jeden Fall aus. Die Mütze. Das ist aber niedlich. Muss jetzt natürlich noch vernäht werden. Genau, dass die Fäden nicht mehr aufgehen. Aber die ist cool. Die haben ja letztes Jahr schon so flauschige Mützen verschenkt. Das ist ja süß. Ja, ich weiß. Sind die wieder für die Community? Soll ich wieder welche machen? Da müssen die Community... Leute, ich setze mich hier auch das Ding drauf. Das ist nicht gut. So. Da müssen uns die Zuschauer in die Kommentare schreiben, ob sie auch Mützen haben wollen. Die ist aber süß und flauschig. Bitteschön. Dankeschön, das ist cool. Muss noch vernäht werden. Einfach rein mit dem Kopf. Die ist schön weich. Ja, die Fäden müssen natürlich noch abgemacht werden. Das ist cool, dankeschön. Das war süß. Ja, muss noch vernäht werden, dass es nicht mehr auseinander geht. Das ist eine sehr 1A Mütze. So. Ja, auch für große Köpfe. Ring, ring. Ja. Das ist voll cool. Ja, kann man feiern. Finde ich cool. Finde ich nice. Finde ich sehr hübsch. Ja. Hast du einen Kaffee getrunken? Ja, fast. Sehr, sehr gut. Gemacht. Man könnte natürlich auch so eine Wendemütze draus machen. Man kann auch den Faden in deiner Mitte wechseln und dann hast du oben zum Beispiel eine blaue Mütze und unten eine rote. Rote, ja genau, für die Doppelfärbung. Das du könnte man machen. Wir hatten ja diese flauschigen Rot-Weiß-Farben ja gehabt für die Weihnachtsmützen letztes Jahr. Die waren auch cool. Ja. Die waren mega gut. Das hat mir auch gut gefallen. Ich weiß. Ja, cool, krass. Ja, das kann ich mir überlegen, ob ich nochmal für die Community was mache. Ja, müsst ihr alle in die Kommentare schreiben, ich möchte eine Mütze haben. Und dann möchtest du auch so eine Bommel haben? So eine Bommel obendran? Könnte man noch machen, ja. Ja, eine Bommel ist immer ganz cool eigentlich, das ist witzig. Das ist so macht Arbeit. Ach so? Ja, klar. Nee, dann nicht, wenn es noch Arbeit macht, dann machen wir das, das ist okay. Naja, es ist ja noch ein bisschen Zeit, bis Mützenwetter ist. Momentan haben wir jetzt noch, glaube ich, 26 Grad ist wieder heute Höchsttemperatur angesagt. Ne? Es ist noch ein Müh zu früh. Ja, kann ich mir bis dahin nochmal überlegen, ob wir so eine Aktion wie letztes Jahr nochmal machen. Ich hatte aber letztes Jahr auch Postkarten an euch geschrieben und das wollte ich dieses Jahr auf jeden Fall nochmal für euch machen. Das hat mir nämlich letztes Jahr sehr, sehr viel Freude gebracht und davor das Jahr ja auch schon. Das ist eine richtige Tradition, dass ihr Postkarten zu Weihnachten von mir bekommt. Und ja, ich habe dieses Jahr bin ich schon am Organisieren, dass ich ganz, ganz besondere Postkarten, nämlich selbstgemachte Karten bekomme. Also nicht von mir selbst gemacht, aber trotzdem mit Liebe selbst gemacht. Und dann wird das Ganze nochmal schöner, wenn man es auspackt, oder nicht? Ja,
Das ist aber auch noch zu früh. Ne? Da frage ich dann auf Instagram, wer Interesse hätte, eine zu bekommen. Ne? Und ich mache noch einen Community-Beitrag oder erwähne es in einem Video, ne? Dass auch die, wenn die, die nicht auf Instagram sind, dass die auch eine Chance haben, da mitzumachen. Und ich werde es dieses Jahr begrenzen. Natürlich. Ne? Das von der Summe, dass wir nicht Hunderte schreiben müssen. Genau, weil letztes Jahr war das schon sehr aufwendig und viel. Und hat uns aber sehr viel Freude gebracht und kam auch nur gutes Feedback und hat uns sehr gefreut. Und ja, wir finden das ja auch toll, wenn man so ein bisschen an die Community auch zurückgeben kann, so durch so eine Kleinigkeit, durch so eine handgeschriebene Karte zu Weihnachten. Ja, ich meine, es ist doch was, worüber man sich freuen kann, oder nicht? Ja, das werden wir auf jeden Fall wieder machen. Aber dieses Video wollte ich jetzt hier an dieser Stelle beenden. Wenn es euch gefallen hat, ihr könnt mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Ich freue mich drüber. Topf freut sich drüber. Unten in der Infobox ist, wie gesagt, nochmal die Erinnerung für den Honig. Falls ihr Interesse habt, diesen Honig käuflich zu erwerben. Es war, glaube ich, 6 Euro das Glas. Also wirklich ganz normale, auch Preise aus dem Supermarkt. Ganz humane Preise. Unten die Telefonnummer. Und dann könnt ihr euch mit Topf in Verbindung setzen. Und der regelt denn alles Weitere. Genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.